Morgen Leute und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Und zwar machen wir heute was richtig Cooles und fahren in den Europapark. Yes, ich hatte die Idee mit Caro zusammen, für alle die Caro nicht kennen, das ist meine beste Freundin. Und ja, das ist auch die wegen dem Abiball, falls alle so wissen, what's going on. Dann haben wir den Noah und den Tim gefragt, ob die mitkommen wollen. Und der andere Tim, den ihr bestimmt auch schon aus nur Leute, die schon sehr lange dabei sind, kennen Tim. Der kommt jetzt spontan auch mit. Jetzt zeige ich euch kurz, was ich anhabe. Ich habe diesen Crop-Pulli an, der scheiße dreckig ist mit Make-up, aber wir werden das einfach ignorieren. Das muss ja nicht schön aussehen. Habe ich einen Top drunter und eine weiße Hose. Wir werden sehen, ob ich es bereuen werde. Zara, das Oberteil ist Urban Outfitters und das ist keine Ahnung. Und ja, ich packe jetzt meine Sachen und dann gehen wir los. Wir sind im Auto. Wir haben alle drei keine Minute geschlafen und sind übermotiviert. Ja, Mann. Geht voll. Ja, Mann. Oh Gott. Ja, wir fahren jetzt los. Wie gesagt, sind jetzt im Auto. Das wird sehr witzig. Hey Leute, was geht? Ich bin's. Tim. Hello. Komm, der will rennen. Auf, mit euch hinten im Gepäck wird das nicht. Das oh Gott, Tim. Wir sind in Baden-Württemberg. Und die Jungs wollen einfach nicht schlafen. Definitiv nicht. Unleash your Fische bei Instagram, ne? Ihr wisst Bescheid. Hier seht ihr ein T-Shirt. Sam Springer. Spring Summer. Unleash your Fische. Unleash your Fische, Junge. Da. Ich hab dein Auto dreckig gemacht. What? So, folgt den auf Instagram. Die haben nämlich echt coole Sachen. Und ich hatte davon auch einen Pulli. Ich folg Caro auch auf schon Instagram. Mal bereit, holt euch Popcorn. Chips, alles. Bam. Bester Vlog EU. Ich mein's ernst. Bester Vlog EU West. Die brauchen echt Schlaf. Chucky selbst. Definitiv. Ja. Die freuen sich gerade, dass wir die Raststätte gefunden haben und hatten schon Angst, dass es abgesperrt wurde und wir da nicht hin können. Alter. Ich muss dich immer gleich beleidigen. Wer muss Pippi? Wer da? Die zwei. Okay, gut. Schon nochmal kurz Panik bekommen, wo die Tickets sind. So, wir machen jetzt Ausfallschritte dahin, dann sind wir alle wieder im Munde und da. Oh Gott! Caro, was haben wir uns eigentlich dabei gedacht? Ich weiß nicht. Die zahlen dein Geld. Das ist wir haben jetzt Food geholt. Meine Pizza. Aha. Tim ist noch an der Kasche. Nee, aber ich muss übel, Alter. Was musst du? Auf Toilette. Mein Eis ist ein schlechter Eis. Kann ich nur empfehlen. Guck mal, warte. Marketplace. Wollen wir eine kurze Haul machen, was wir so gekoppt haben? Guck mal. Ja. Lockere Unleash. Monster Haul. Unleash. Komm, wir machen eine kurze Haul. Ja. Hier, ein Lutschfinger. Käsebrezel. Sie hat den Ole geholt. Das ist der Ole. Das ist der Ole, ja. Das ist der Ole. Schmeckt der Ole gut? Nein, ich will auch. Nicht lucken. Zieh mal die Kappe aus, vielleicht ist da mehr Platz. Das reicht auch nicht. Aber gut, wer braucht Rücken? Wir sind da. Yay, fast. Aber wir sind unserem Ziel schon sehr, sehr nah. Man sieht auch schon da hinten, da gleich, wo ist sie denn? Da fahren sie runter. Das ist die Silverstone. Das ist die Silverstone. Ja. Wir haben einen Parkplatz gefunden. Yes, let's go. So, wir gehen jetzt rein. Was wollen wir eigentlich als erstes machen? Was Geiles. Von Achterbahn, oder? Okay. Schon Achterbahn? So, Freizeitparkstuff. Parkkarussell.
Wow! Sehr, sehr ins Detail. Ich weiß ja noch nie, was soll ich denn sagen? Ich sehe nur eine Achterbahn, das war's. Hier ist nichts anderes. Stimmt, wir fahren den ganzen Tag nur eine Achterbahn. Ja. Ist nicht so geil. Können wir zuerst auf Toilette und dann. Ich kann nicht mehr denken. Ich kann nicht mehr denken. Oh, Caro, jetzt ist sie wieder mal ein bisschen wachgerüttelt. Sie fährt niemals alleine. Ja, Tim kann ja auch fahren. Ja, eigentlich. Ja, was passiert auf keiner? So, jetzt anstellen. Ja, Shotgun, ich stehe hier. Ach, stimmt. Ja, können wir jetzt einfach durchgehen, wenn wir schon Tickets haben? Ah, wir müssen gar nicht anstehen. It all makes sense right now. Wir sind drinne. Endlich. Es hat gar nicht so lange gedauert. Naja. Es war gut, dass wir die Tickets geholt haben im Internet. Ja. Toiletten. Ja, Toiletten. Da lang. Oh, Scheiße. Zeigst du auf der Toilette? Ja. Okay, dann gehen wir jetzt kurz auf Toilette erstmal. Bester Parkplatz. Silvester. Wo sind wir gerade? Wir sind da. Nein, nicht. Boah, Anni, hier war es. Hier ist der Haupteingang. Digga, wo ist Ding? Lass mal stehen bleiben kurz. Das kann echt nicht so schwer sein. Ja, hier. Ich glaube, guck mal, hier ist der Haupteingang. Hier war der Brunnen. Hier sind wir durchgegangen. Ja. Wir sind hier. Ja. Italien, Deutschland. Ja doch, wir sind bei Deutschland. Ja. Irland, guck mal, wir stehen genau vor Irland. Wir stehen genau vor Irland. Wo ist Irland? Da. Digga, Irland ist da. Ja, guck doch. Da. Irland. Oh, lol, sind wir gerade schon hier? Hä? Als ob wir so schnell waren, dann müssen wir am Tower schon vorbei. Wollen wir einfach mal laufen und gucken, was wir finden? Ja, guck mal, da ist Deutschland. Da geht's nach Frankreich. Frankreich oder was? Silverstar geht. Ja, Silverstar ist Benz und. Ey, Frank. Ja, ja, das ist diese dunkle Bahn. Da gehen wir hin. Da gehen wir hin. Okay, okay, wohin gehen wir? Frankreich. Wir gehen nach Frankreich. Wir gehen nach Frankreich. Wir gehen in Eurosaat. Die Schlange ist dezent lang. Endlich. Stell dir vor. Endlich, Leute, endlich. Jetzt müssen wir noch so 5 Minuten anstehen. Und dann geht's los. Danke für die ganze Zeit. Fancy. Damit und dann haben wir so von unseren Shoulders. Aber das wird so nice. Wir nehmen euch mit bei der Silverstar. Also ich nicht. Wenn die kaputt geht, dann musst du sie mir leider erstatten. Ja. Eigene Tasche, hab ich mal die Regel. Alles klar. Wie teuer ist sowas? Die werden uns alle nicht mögen. Ne? Die werden uns alle nicht mehr mögen. Für dieses kleine Baby-Ding 550 Euro. Gefällt es euch soweit? Ja, soweit. Mit Anstehen und so. 80% unseres Aufenthaltes. Oh mein Gott. Hast du Angst?
Zeug gefunden. Nicht anfassen! Schock! Wir haben es überlebt. Das war krass. Noah, richtiger Cheater, hat einfach alles richtig gut gefilmt. Wir gucken jetzt einfach nochmal in Griechenland nach den Wasserrutschen, wie lange man da anstehen muss. Weil wenn man nicht so lange anstehen muss, dann machen wir das nochmal. Und wenn nicht, dann gehen wir was essen, was trinken. But it's good. Voll schön kalt. It's good, it's good. Okay. Are you enjoying your Nestle? So good. Trinkt eine Fanta. Die holen sich irgendwie Hotdogs, Wraps, Menü, schlag mich tot. Ich habe einfach nur so Durst. Wir stehen jetzt bei der Poseidon an. Eigentlich ist es mega nice Wetter. Aber im Schatten ist es richtig kalt und in der Sonne ist es wieder richtig heiß. Also, I don't know. Wir müssen wahrscheinlich 60 Minuten anstehen, aber bei der Silverstar stand auch, dass wir 50 Minuten anstehen müssen, aber es waren keine 50 Minuten, sondern viel weniger. Deswegen hoffe ich, dass es hier genauso ist, aber es ist ziemlich voll. Wenn ihr mal schaut, warte. Das ist einfach so eine richtig raffinierte Idee, da einfach so einen Eisstand zu Kaltenstand hinzustellen. Ja, ich liebe diese langen Schlangen. They are so good. Kosten 1,50, oder? Ja, das ist voll okay. Die Motivation ist da, oder? Wir sind unserem Ziel so gut wie es geht. Wie, nur noch 20 Minuten. Korrekt, Europa fahren. Logistische Meisterleistung. Das ist das After. Ja, man sieht gar nicht, weil das weiß ist. Ja, aber. Ja, bei mir aber. Das, ich kann euch versichern, Community, ich bin nass. Ich bin aber mehr nass wegen den hier. Hey, anstatt was? Wegen, ich hab nichts. Anstatt ich wegen der Rutsche-Dingsa. Ich war der vernünftige. Der vernünftige. Ah, alles klar. Meine Haare nass. Meine ganze. Ein paar Haare? Ich hab da ein paar Haare. Jetzt sind wir in einer sehr erwachsenen Attraktion. Ja. Jetzt gleich James Bond. Jetzt geht's gleich richtig um den Boden. Ja. Also, wir müssen Fische abschießen. Das sieht aus wie Zombies. Also, und die sehen aus wie Zombies. Hä, muss man das einzeln machen? Nee, kannst du Girl Power, of course. Jetzt geht es um die Wurst. Say cheese! Wow! Ich mag gar nicht, ob ich sie ja, same. Du darfst es gar nicht. Ich hab mich direkt in die Kamera geballert, weil da Licht war. Ich dachte, das wär auch so. Ja, ich auch. Wir sind in Russland. Und die warten alle auf mich, weil ich noch vloggen wollte. Take my, okay, goodbye. Ich hab Hunger, lass mal was essen. Ich hab Appetit und Bock. Nein, wir machen jetzt. Du wolltest ja auch hier Pommes haben. Ja. Einfach ein Pommes. Belgische Pommes sind krass. Die schmecken hier doch bestimmt alle gleich. Nee. Das stimmt. Belgische Pommes sind besser, egal. Belgische Waffeln sind geil. Oder Poffertjes. Ich komme mich auch Poffertjes. Aus den Niederlanden. Aus den Niederlanden. Ich weiß nicht, ob es sie hier gibt. Hier gibt es. Wenn das lieb ist. Typisch für Niederlande. Nicht das. Hallo, 35 Minuten ist geil, oder? 35 Minuten? Willst du jetzt unbedingt was essen oder erstmal kommen? Nö, wir können auch noch was anderes machen. Willst du? Wollen wir? Mir ist egal, wenn du jetzt essen willst. Nö. Gehen wir jetzt in das Euromir. 35 Minuten Wartezeit, was ein Luxus. Müssen wir jetzt gleich ausnutzen. Favorite Food. Caro holt sich gerade Poffertjes da hinten und jetzt fooden wir. Caro hat die Liebe ihres Lebens gefunden. Miss Piggy.
Ja, und jetzt brauchen wir jemanden, der uns das jetzt gewinnt. Ne? Ach, top, ich würde es auch abkaufen. So, wir kämpfen jetzt für Miss Piggy. Film mal beides. Soll ich nicht filmen? Egal, doch mal. Bobby, lauf ihr seid. Miss Piggy ist gone. 1,25, verkackt man nicht. Wer kommt zurück? Wer ist nochmal, oder? Ja, nochmal, komm. Jetzt machst du es schön. Ja! Wir kriegen Miss Piggy! Also Miss Piggy ist schon mal gewonnen. Ja. Hast du das so geworfen? Was willst du? Diese? Super. Schön, ha? Ja. Super. Oh, Caro. Wieso bekommt Caro so ein riesen fettes pinkes Ding und ich krieg das? Ja, die haben sie mehr Style. Außerdem sind die viel praktischer. Ach so, stimmt, ne? Kannst du Gartenarbeit slayen, ha? Ja, aber auf hohen Schuhen. Gibt's dann bist du sogar 1,60 groß bei der Gartenarbeit. Gibt's auch ein Pink hier. Das ist ja noch schlimmer. Okay. Lass uns einfach oder schnell davon Statement weg. Blau. Caro, auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich bist du? 11,9. Also schon ziemlich happy. Tja, Yannick, wenn du das siehst. Tja, jemand anderes hat ihr das hier, dieses fette Ding hier geholt. So, wir stehen jetzt für eine weitere Wasserrutsche an. Ich habe mir ein Bikini-Oberteil angezogen, weil das war mir dann zu risky. Und das ist die mit diesem runden Ding, wo sich dann alle so in so einen Kreis setzen und dann rutscht man da so. Ihr wisst auch, meine bestimmt. Da, warte, ich will. Wartet. Genau das Ding hier, da. Ja. Was machst du da? Tim. Du? Tim. Ja, wo dann jetzt? Der fährt jetzt allein. Hast du deinen Vater gesucht? Ja, hab ich. Genau, hast du ihn gefunden? Nee, ich hab ihn verwechselt. Ach so, ja. Martin, Mann, Alter. Der Typ, bei dem ich die Hand geschüttelt habe, weil der guckt sich jetzt halt an, dann noch ein bisschen mehr abfuckt. Ich habe nur Faxen gekauft, ja. Die ganze Zeit. Es geht los. Hä, hey, das Warten hat jetzt voll. Das war noch voll kurz. Das waren noch never 50 Minuten. Niemals. Was vor 30 Minuten sagt auch nur, wir sind schon mal dicht Scheiße gemacht. Ja, nein, das war vor 10 Minuten. Ja, guck mal, wenn ich mich so filme. Die ganze Zeit. Hallo. Na, jetzt gehen wir los. Ah! Ihr seid so gestört. Mit euch kann man nirgendwo hingehen. Silvester, aber mir ist jetzt so dezent schwindelig. Was? Okay, besser. Natürlich war die besser, Caro. Doch, die war auf jeden Fall besser. Allein der Start. Und jetzt ist mir so ein bisschen so. Uiuiui. Oh Gott. Grinst mal ein bisschen, guckst voll böse. Jetzt gehen wir auf die hier, diese Holz. Wie heißt die eigentlich? Leute, das war so krank.
die Holzachter-Dingsbums. Wir haben so lange angestanden. Es war der allergrößte Abfuck. Ich bin fast eingeschlafen. Aber die Fahrt an sich war schon nice. Lass mal hier gucken, wie die Bilder aussehen. Mensch. Oh mein Gott. Mann, wieso ist denn ein Stern vor mir? Alter, das sieht aus, als würdest du gerade sterben oder so. Ich? Ja. Oh mein Gott, meine Haare. How about? Oh, wie witzig. Tim, guck mal dein Gesicht. Tim, ich glaube, ich gehe mir jetzt mal bald zurück. Ja. Aber ich habe so viel geschrien bei dieser Achterbahn. Das war nicht mehr normal. Aber sie war geil. Aber das war ein richtiger Abturn. Ja, Tinnitus. Ich habe so laut geschrien, ne? Ich bin so müde. Ich nicht. Ich muss ja noch. Ich bin nicht müde. Ich möchte auf die Silberstar, aber kein anderer. Ich bin so fertig. Wirklich. Noch einmal. Ja, und ich bin da gerade. Wir haben schon 6 Euro verzockt. 6? Alter. Ja, okay, die verlieren. Leute, wir verlassen gerade den Europapark. Was sieht man? Und ich esse keine Churros. Das macht mich sehr traurig. Ich kann nicht mehr dazu sagen. Wir sind so müde. Ich sag euch, sobald wir im Auto sitzen, die 3 sind weg. Die sind am Schlafen. Die sind so müde. Wie so kleine Kinder. Erwischt. Mein Navi, was mache ich hier? So Leute, Alter, ich sehe so fertig aus. Okay, wir suchen hier eine Tankstelle. Ja, ja, okay. Machen wir es einfach so. Navi sagt einfach ein bisschen weiter. Wo findet man hier eine Tankstelle? Guck doch aufs Navi. Beziehungsweise ich kann nicht mal Google Maps lesen. Wir haben Dorf. Und deswegen. Und deswegen suchen wir jetzt eine Tankstelle und danach irgendwie Maggis. Alter, ich sehe so fertig aus. Wir haben Maggis gefunden und wir gehen jetzt rein. Ich sag euch Leute, jeder Abend, egal ob scheiße oder gut, der endet bei Maggis. Jeder. Ah. Ja, ich nehme wahrscheinlich Pommes, weil ich heute ja noch nicht genug Pommes hatte. Ja, heute ist healthy. Big Mac Tester. Und wie schmeckt's? Schmeckt es gut, ich bin ehrlich. Einfach Schnitt drauf. Das macht mich so traurig. Was ist das? Sour Cream. Sour Cream. Was mich so traurig macht, ist, dass die Burger so komplett anders aussehen als auf den Bildern. Ja. Leute, ich bin wieder zu Hause. Ich bin so, so müde. Ich hoffe sehr, dass der Vlog euch gefallen hat. Ich setz mich jetzt mal hin. Ich hoffe sehr, dass der Vlog euch gefallen hat, dass ihr einfach Spaß hattet. Ich glaube, da ist wirklich echt gutes Material dabei, was ich bearbeiten kann. Deswegen würde ich mich natürlich noch mehr über einen Daumen nach oben freuen. Oder für alle, die neu dazugekommen sind, würde ich mich noch mehr über ein Abo freuen. Oder liebe Kommentare. Und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video. Und ich muss schlafen. Aber ich muss noch 2 Videos bearbeiten. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bye, guys.